Willkommen bei Die große Bibliothek von Alexandria. In der Nähe des Palastdistriktes befand sich im Museum die wohl berühmteste Bibliothek der Antike. Die Bibliothek von Alexandria sollte das Wissen der gesamten Menschheit fassen. In ihrer Blütezeit lagerten dort angeblich über 700.000 Schriftrollen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Bibliothek durch Brände und die Kriege zwischen Christen und Heiden schließlich komplett zerstört. Der Verlust der Bibliothek als Gebäude und der ihres gewaltigen Wissensschatzes ist unermesslich. Da keine Beschreibungen erhalten sind, nutzte das Team die Celsus-Bibliothek in Ephesus als Vorbild für die Bibliothek in Alexandria. Obwohl ein großer Teil der Schriftrollenzukäufe von der Regierung finanziert wurde, gab es auch andere Wege des Neuerwerbs. Alle Bücher, die Besucher der Stadt bei sich trugen, wurden beschlagnahmt und kopiert. Die Kopie wurde dann an den Besitzer zurückgegeben, das Original hingegen in die Sammlung aufgenommen. Alexandria bot unzählige intellektuelle und kulturelle Attraktionen. Berühmte Gelehrte aus Athen, Rhodos und anderen griechischen Zentren kamen in die Stadt, um sich weiterzubilden und mit anderen auszutauschen. Das Museum sowie die Bibliothek waren Zentren umwälzender neuer Ideen und kreativer Ausdruckskraft. Die großen Gelehrten der Antike waren meist in vielen Disziplinen bewandert, welche wiederum unterschiedlichen Denkschulen zugeordnet wurden. Zu den berühmtesten Schulen zählten die Peripatetiker, die Stoiker und die Kyniker. Alexandria spielte ohne Zweifel eine große Rolle als Stadt der Intellektuellen und Inspirationsort großer Denker, deren Arbeit unsere moderne Welt bis heute beeinflusst. Hypatia von Alexandria war eine griechische Mathematikerin, Philosophin, Astronomin und Erfinderin. Ursprünglich in Griechenland geboren, ließ sie sich wie viele ihrer intellektuellen Zeitgenossen in Alexandria nieder. Dort wurde sie zur Anführerin der neuplatonischen Schule von Alexandria. Den Quellen zufolge wurde sie von ihren Kollegen in Alexandria als Lehrerin und Philosophin hochgeschätzt. Mit ihrem Tod endete das Zeitalter der großen wissenschaftlichen Errungenschaften der Antike. Kallimachos wurde in Kyrene geboren und in Athen ausgebildet. Danach ging er nach Alexandria, um in der großen Bibliothek zu arbeiten. Der Dichter und Kritiker soll sich gegen das epische Format der Dichtkunst in der Tradition Homers gewandt und stattdessen nach einem kürzeren, nüchterneren Stil gestrebt haben. Seine Epigramme und elegischen Gedichte waren stilbildend und extrem populär. Übertroffen wurden sie nur von Homers Werken. In der Stadt Alexandria verfasste der Mathematiker Euklid, der Vater der Geometrie, sein Werk Die Elemente und legte damit das Fundament der modernen Algebra und Zahlentheorie. Euklids Überlegungen zur Geometrie sollten zu einem der einflussreichsten Systeme der Mathematik avancieren. Wie kann man den Umfang der Erde berechnen? Mit einem Kamel, zwei Stöcken und den Schatten, welche die Sonne wirft. Genau das beschrieb Eratosthenes von Kyrene in seinem Hauptwerk Geographie, das er als Leiter der großen Bibliothek von Alexandria verfasste.
Er soll um 250 vor unserer Zeit auch die Armillarsphäre erfunden haben. Die früheste bekannte und vollständigste antike Armillarsphäre ist das Meteoroskopion von Alexandria mit beeindruckenden 9 Ringen. Die meisten Astrolabien verfügten nur über 3 oder 4 Ringe. Das Meteoroskopion wurde von den alten Griechen hauptsächlich dazu genutzt, um die Position von Himmelskörpern rund um die Erde, die im Zentrum stand, zu bestimmen. Jeder antike Astronom, der etwas auf sich hielt, hatte dieses Instrument benutzt, um die Bewegungen der Himmelskörper besser zu verstehen. Pythagoras von Samos war ein bekannter und respektierter Philosoph und Mathematiker. Bekannt wurde er vor allem für seinen Satz des Pythagoras. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass dieser Satz lange vor Pythagoras in Babylonien und Indien existierte. Daher bleiben bis heute Zweifel an der Urheberschaft. Oh.